So, hallihallo und herzlich willkommen. Ein wildes Rivale Gary und ein wildes Ofen sind erschienen und fordern zum Stream heraus. Zumindest zum Angucken. Na, Ofen, alles klar bei dir? Hallo, liebe Kaizo-Freunde. Alles bestens. Endlich wieder, ne? Endlich wieder Kaizo Mario. Und heute mit einem Deluxe Premium Match zwischen Deaxos und Hentai. Ich glaube, das wird heiß. Definitiv wird das eine spannende Kiste. Die beiden sind sehr nah aneinander, sehr vergleichbar von ihren bisherigen Zeiten. Ich glaube, Gruppe B sind wir heute, ja. Ja, richtig. Meine geliebte Gruppe B. Beste Gruppe. Ching Ching. Stimmt, es könnte. Ich weiß nicht, Gary, kann noch irgendein Wunder passieren, dass du weiterkommst? Ich glaube, es kann noch auf den Dreiervergleich hinauslaufen. Aber das entscheidet sich, glaube ich, wenn gegen Danny die Spiele gespielt werden. Beziehungsweise, ich glaube, wenn Henta jetzt hier heute gewinnt, dann müsste der dritte Platz für ihn klar gehen. Ich glaube, das wäre Ja, eben der Hentai, der hat erst zwei Matches gehabt bisher. Für den Deaxos ist es jetzt das letzte in der Gruppenphase. Kann also noch spannend werden und es müsste auch jeden Moment losgehen, habe ich gerade erfahren. Ja, wenn ich einmal auf die Tabelle von Gruppe B gucke, dann ist Voxic natürlich ganz oben, hat all seine Matches gewonnen. Daneben dann Deaxos mit zwei Wins und Hentai mit einem und ich mit einem Win. Also ja, und Danny hatte bisher drei Spiele und kein Win dabei. Ich glaube, damit es Rechner, ja, genau, damit es auf den Vergleich dann hinauskommt. Dann müsste Danny ein Spiel gewinnen. Mal schauen. Und es geht los. Der Hype-Train startet auch im Chat. Oh ja, die beiden Runner hier. Kopf an Kopf im ersten Level. Ohne Probleme, soweit ich das gesehen habe. Ja, ein bisschen Hype geht schon ab im Chat. Fast synchron geht's in Blarks Home. Finde ich immer ein bisschen unheimlich, wenn es so synchron wird, muss ich ehrlich sagen. Ja, da tut mir auch die Technik immer ein bisschen leid, die immer umschalten müssen. Eigentlich hört man immer den Ton des Führenden. Und in manchen Races kommt man kaum hinterher mit Umschalten. Ja, da könnten wir ja auch ein bisschen warten, bis sich da ein bisschen Abstand aufgetan hat. Aber ein Abstand bedeutet natürlich einen Fehler von einem der beiden Runner und das wünscht ein Kommentator ja keinem der beiden Teilnehmer. Ist ja auch noch nie passiert, dass was angesagt wurde und dann ein Fehler passiert ist. Nee, zum Glück nicht. Es ist also völlig jinxfrei bisher verlaufen, das ganze Turnier. Ja, völlig, absolut. Die Satire ist nicht zu überhören. Ich frage mich, ob sich irgendwer die Mühe macht für nach der Gruppenphase oder ab jetzt für den Meister Jinx. Da müsste man Strichliste führen, welcher Kommentator am meisten gejinxt hat. Wäre sicherlich ganz witzig anzusehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Chamons oder ein Fura da ganz weit oben sind. Ich hätte jetzt auch auf Fura getippt.
Er traut sich schon teilweise gar nicht mehr, was zu sagen. Naja, der Fluch ist einfach zu groß. Die Bürde, die einem da auferlegt wird. Ist jetzt hier auch beide fast synchron im Geisterlevel. Da erwarten wir jetzt natürlich alle voller Spannung den ersten Endboss hier in diesem kleinen Level, die Abhype. Und oh! Ja, könnt ihr einmal Strichliste Jinx bei mir machen, auf jeden Fall. Denn da hat sich der gute Hentai einmal an der Abhype aufgehangen. Das passiert doch ständig und immer wieder. Und eigentlich ist es Deoxys, der sich fürchtet vor Abhypes, laut seiner Anmeldung hier zum Turnier. Ja, Abhypes sind auf jeden Fall immer zum Fürchten, egal wie viel man trainiert. Die Furcht vor der Abhype bleibt. Jetzt aber souverän hier im zweiten Anlauf für Hentai. Und Deoxys ab ins Rope-Level. Und dazu sagt er auch, es sei sein Lieblingslevel. Ja, ich finde es vom Flow her auch sehr schön, das Level. Muss ich auch sagen. Die Musik, der Flow, die Ropes, die relativ fehlerverzeihend sind. Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von der Musik in dem Level. Oh ja, und da hören wir sie jetzt auch. Ja, nur der Orb am Ende, der ist natürlich gemein, ne? Der ist ja, da im Gras, ne? Ja. Ja. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, vor 2-3 Races wurde er auch mal mitgenommen. Nee. Das kann auch hier im Race passieren, ja? Aber selbstverständlich kann das. Ja, immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, nimmt man den Orb mit. Ja, da gibt es keine Strichliste. Strichlisteneintrag für uns beide. Den Orb haben sie beide liegen gelassen. Hinter jetzt auch durch. Und oh, Deoxys da, kleiner Fehler, kommt da nicht gut von dem Musikblock runter. Bleibt da kurz am Mancha hängen. Ja, und der Raum füllt sich jetzt auch so langsam. Moin an Gerste, moin an der Mo. Moin an Ziggy. Schön, schön. Schreibt mal alle, wer da ist, in Chat. Haut mal rein. Haut mal rein in die Tasten. Genau, kommt zu uns. Macht euch bequem. Schön, dass ihr da seid. Und der Orb-Mitnehmer war anscheinend Phyrox. Auch ein sehr, sehr knappes und sehenswertes Race gibt es bei Speed Gaming 1 noch als Video on Demand. Kann ich empfehlen. Ja, das ist ja jetzt die klassische Zeit, die durch das Turnier hier ausgerufen wurde. Da gibt es natürlich morgens, mittags, abends Baby Kaizo. Und wenn es nicht live ist, dann nochmal on demand die Races abchecken. Das lohnt sich. Definitiv immer spannend. Und auch hier wieder eine knappe Sache, muss ich sagen. Also der Hentai ist am Aufholen gefühlt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Oh, schaffst du leider nicht durch die Lücke. Deoxys ist ganz gut durchgekommen in seinem Flow und nutzt jetzt die andere Taktik. Versucht nicht nochmal durch die Lücke. Nimmt die langsamere Strat. Aber kommt dafür jetzt hier ganz gut durch. Und lässt auch das Kaizo-Block-Level hinter sich. Und währenddessen, Deoxys ist schon Spin-Jumpen im Castle, muss da aber sich einmal dem Todesblock da geschlagen geben. Und jetzt noch ein kleines Versehen bei ihm und damit sind wir wieder fast gleich auf. Ja, jetzt Hentai mit der knappen Führung. Ist schon ja, am Midway. Da ist ein kleiner Mini-Death-Loop, würde ich sagen, bei Deoxys.
Und eben, wenn wir so auf die bisherigen Races schauen, dann sind die beiden komplett auf einer Wellenlänge. Oh, da kommt er nicht von der Säge runter, der Deaxos. Oh, da war wieder der Magnet, war da wieder in der Säge versteckt. Oder im Schuh von Mario, besser gesagt. Oh, das ist aber auch unschön. Ja, ganz kurz vor der Mitte kostet das besonders viel Zeit, so ein Tod hier. Aber jetzt ist er auch beim Boss, währenddessen Hentai auf zum zweiten Land hier. Ja, er hat den Boss gut hingekriegt, keine Probleme gehabt. Die RNG-Manipulation haben beide ausgeführt. Deaxos sieht auch aus, als ob er es ohne Probleme durchschafft. Und da ist er. Erste Welt geschafft, auch für Deaxos. Hentai hier mit der schnelleren Strat, dass er nur den mittleren Koopa mitnimmt, durch den Midway durchrast und jetzt schon beim Chuck ist. Ja, das wird spannend hier, Leute. Ich glaube, die geben sich beide nichts. Haben beide scheinbar noch ein bisschen trainiert. Ja, sieht für mich auch so aus. Die ein oder andere Speedstrat wird hier auch durchgezogen, um dann doch wieder ein paar Millisekunden zusammenzubekommen. Und das läppert sich natürlich dann, gerade bei so knappen Races hier. Und eben Hentai ist immer so zwischen 30 und 32 Minuten gelaufen bisher und Deaxos zwischen 29 und 33. Also komplett identisch. Ja, ich weiß noch beim Race gegen mich, als ich auf die Uhr geguckt habe und dann steht dann einfach auf der Website, Deaxos hat fertig gemacht in 29 Minuten. Da muss ich aber dann einmal kurz schlucken, dass er da so einen rausballert. Fand ich schon ganz schön krass, auf jeden Fall. Ja, kann man nur alle beglückwünschen hier, die eigentlich, ich muss sagen, jeder Racer, den ich sehe, verbessert sich. Wird seine persönliche Zeit toppen in der Regel und ganz witzig auch zur Anmeldung hier vom Turnier vor ein paar Wochen alle sehr konservativ ihre Ziele angegeben und dann stehen da immer so Sachen wie bei Deaxos Sub 33 wäre so sein Wunsch und dann ist er dann mal eben 4 Minuten schneller, ne? Und das gleiche bei Hentai, der sagt ja Sub 32 wäre toll und haut dann 30:39 raus. Ja, das stimmt, das ist schon ganz groß, was hier bisher abgeliefert wurde von den Runnern. Jetzt aber gerade hier in dem Level mit der Eisphysik und der Säge in der Mitte, wo man mit dem vollen Speed gerne draufkommt, hatten beide ein paar Probleme. Ja, bei Deaxos funktioniert der Spinjump nicht auf die gelben Blöcke und bei Hentai der Zakaya-Skip. Ist aber auch ein Level, was einem vieles abverlangt, die Slopes richtig einzuschätzen. Der Sakaya-Skip, den man ein paar Mal gemacht haben muss, bevor da das Timing richtig stimmt. Den Speed am Ende, wo man mit den Feuerbällen die Nakeds unschädlich machen muss. Ja, da kann vieles schiefgehen in dem Level. Hier die Deaxos, keine Probleme bei Precision Sucks. Und ja, der Fishing Boo ist Hentais Freund heute. Das sieht gut aus, genau. Der hat es gut geschafft. Der ist immer ein bisschen, naja, sagen wir mal speziell, ne? Wie so ein P-Ballon. Oder die Wolke hat ja so seine Eigenheiten. Wie er denn heute auch drauf ist, schauen wir mal, wie er bei Deaxos unterwegs ist. Aber definitiv einer der häufigeren Tode in diesem Hack. Und ich finde auch hier den Richtungswechsel nicht gerade trivial. Nee, das auf gar keinen Fall. Ja, den Fishing Boo, für mich fühlt sich das immer so ein bisschen an, als ob der Fishing Boo mit einem Gummiband mit Mario verbunden ist. Ja, je schneller ich ihm an ihm vorbeilaufe, desto schneller kommt er auch wieder hinterher. Und
wechselt dann auch gerne mal die Seiten, bis zu dem Punkt, wo sich teilweise komplett anders entscheidet und komplett in die andere Richtung geht. Aber beide hier gar keine Probleme mit dem Fishing Boo in diesem Race. Und auch beide keine Probleme mit dem Run Forest Level. Die Axe ist da auf Nummer sicher gegangen, beide Skelette mitgenommen, beide Bones gekillt. Haben wir auch alle Varianten schon gesehen, nur einen, beide oder keinen. Oh ja, das stimmt. Hentai wollte eben noch den Chuck 1 auswischen hier, aber hat sich dann doch entschieden weiterzugehen. Ja, dem kann man ab und zu mal, der ärgert häufig mal, wenn er mal ein anderes Baseball-Pattern wirft oder so, dann da kann man dem schon mal ein, zwei Schläge auf die Rübe geben. Und jetzt racen hier beide die Ranke hoch. Hentai in einem, ja, halben Level Vorsprung und nein, Diaxos, da ist es. Oh, das war das, mein Jinx? Echt das? Ich sag noch das Baseball-Pattern. Eieiei. Und das kostet natürlich Zeit hier ganz am Schluss, kurz vor der Mitte. Darf man die ganze Levelhälfte nochmal machen. Und da geht der nächste Fehler bei Diaxos. Damit jetzt Hentai klar mit einem Level in Führung. Und dann machen die Jungs das nochmal spannend hier in der Gruppe, sozusagen Kampf um Platz 2 von Gruppe B, wenn denn der Hentai hier gewinnt. Boah, die Axos kriegt das viermal unten, einmal oben pattern, aber kann dem ausweichen und kommt in die Pipe rein. Puh, das war heiß. Und das schwierigere Pattern jetzt beim zweiten Boss für Hentai. Oh ja, hat der Hentai das nicht geübt? Dass er da muss er 1, 2, 3 Mal auf den Boss warten. Hat er gut hinbekommen. Es ist halt doch ein bisschen die herausfordernde Sache, wenn du den bei allen drei ersten Auftauchern sofort treffen willst, dann wird das sehr, sehr eng oben links mit dem Feuerball. Und da ist er hier auf Nummer sicher gegangen. Das stimmt, an der Stelle hier die sichere Strat. Er hat vielleicht im Gefühl, dass er bisher ganz gut durchgekommen ist, hier und dort vielleicht mal die sichere Strategie fahren kann. Und Diaxos wird sich schon denken, dass wenn man zwei, dreimal neu ansetzen muss, dass dann der Hentai nicht allzu fern ist. Definitiv. Ich habe jetzt nicht gefragt, die Jungs, aber ich nehme an, sie schauen sich gegenseitig nicht die Streams an, um einfach auch die Konzentration voll und ganz auf ihr eigenes Spiel zu haben. Nee, das glaube ich auch nicht, dass sie irgendwie da was gucken, aber ja, man hat ja vielleicht so ein Gefühl. Und das gute Pattern bei Diaxos. Oh, kommt da aber nicht wieder gut ins Wasser rein und wieder raus. Oder beziehungsweise raus und wieder rein und muss hier nochmal neu ansetzen. Da muss man natürlich wissen, dass nach dreimal rechts ein paar Mal links folgt. Hat jetzt hier Gott sei Dank geschafft. Aber es kostet natürlich wieder Zeit. Und Hentai rechts ein bisschen Probleme mit den Slopes jetzt? Die Slopes, ne? Lässt also Diaxos wieder rankommen hier. Auf jeden Fall die Chance. Jetzt schnell Baby Shells hinter sich bringen und dann ist wieder alles offen. Ja, kleiner Deadloop bei Hentai. Sollten seine Follower ihm mal ein bisschen Energie senden jetzt hier. Und das hat auch schon geklappt. Jetzt ist er da durch. Und durch die Mitte. Ja, die zweite Hälfte macht er souverän. Kein großes Problem an der Stelle. Kleiner Aussetzer beim Backward Shell Jump bei Diaxos, aber beim zweiten Versuch klappt das gut. Und damit jetzt auch raus aus Baby Shells. Ja, also etwa ein Level Differenz bei den beiden jetzt hier. Hentai also knapp vorne. Und mal gucken, ob das bei Diaxos besser läuft. Aber er kriegt ja nicht richtig die Slope-Geschwindigkeit. Muss nochmal neu ansetzen. Korrigiert aber gut. Und schafft's, ja, bis zum Midway.
So, Hentai wahrscheinlich wieder mit der schnellen Strat. Kriegt er auch den gütigen Ring? Kriegt er auch die gütige Öffnung? Da konnte er schnell durchgehen durch die erste Hälfte von diesem Geisterhaus. Sehr schön gemacht, auch überlebt sozusagen die Mitte. So, und jetzt wieder eine Uppipe. Mein Favorit bis 4 zählen und hochspringen. Um hier locker flockig in die Uppipe reinzukommen. Das heißt, du zählst immer gleich schnell bis 4, Gary? Ja. Wow. Ab dem Moment, wo die Plattform oben ist. Okay, ich hätte da einen so hohen Blutdruck und das würde sich jedes Mal verändern. Aber es ist eine knappe Kiste mit der Pipe. Ging aber ja, gut bei Hentai. Diaxos fällt sauber rein, springt sauber wieder raus. Das war aber auch schön anzusehen. Sehr schön, auch mit der schnellen Strat durch die Mitte. Kleiner Fehler bei Hentai. Der ist bisher sauber durchgekommen durch Chucks Karten. Und nein, Diaxos wird von der Pipe runtergeballert. Hat er da vielleicht vergessen, nach oben zu drücken? Oder war er seitlich, war er nicht mittig zur Pipe? Damit ist auch das Checkmark bei mir für den Kommentatoren Jinx für die Uppipes. True, true. Oh, steht ein bisschen weit rechts, aber... Ah, oh, oh, ruhig bis 4 zählen, Diaxos. Oh, ärgerlich, ja. Und im Chat amüsiert man sich, dass der Bot streikt heute. Hat der schon Ferien? Man weiß es nicht. Der Bot ist in den Osterferien. Ja, definitiv. Der möchte eine Bot-Gewerkschaft gründen. Das hat natürlich wieder Zeit gekostet für Diaxos, während Hentai hier jetzt schon brav den Yoshi reitet. Ein gut davonziehen ist im Yoshi-Opfer-Level angekommen, ja. Schon in der Hälfte. Man kann sie nicht alle retten. Man kann sie nicht alle retten. Aber den letzten könnte man retten, wenn man wollte. Und er will. Ja, da habe ich auch die riskantere Strat gesehen von Feuchtmoon. Auch sehr interessant, dass man da im Prinzip vom Yoshi abspringen kann, während man noch gar nicht sichtbar ist und so noch ein paar Sekündchen rausholen kann oder ein paar Millisekündchen. Ja, das stimmt. In so einem Turnier muss ich sagen, wäre mir das zu heikel. Ja, nachdem ich im Training auch einmal daran bei diesem Trick gestorben bin, habe ich diese Strat für das Race hier auch für mich begraben. So, Diaxos kommt aber echt sauber jetzt hier durch den Chuckgarten durch. Hat sich am Schluss noch ein bisschen überlegt, welchen Football er da am besten nimmt, aber es klappt super. Lieber better safe than sorry. Und dann schon das Castle Nummer 3 für Hentai. Der Day liegt jetzt hier gut vor. Wenn ihm denn die Säge und die Keule wohlgehaben sind, und das sind sie. Wäre das denn dann das erste Unentschieden hier im Gruppe B, wenn jetzt jeder einmal gewinnt? Ja, das, ja, ich glaube schon. Aber das muss ich natürlich erstmal zeigen. Hentai hier auf jeden Fall auf einem sehr konsequenten Weg und die Haxos heute mit ein paar mehr Fehlern. Definitiv, schauen wir mal, wie der Todesstand ist hier aktuell. Bietet sich ja gerade an. 11 bei Hentai und wird nicht angezeigt bei Diaxos. Okay, er hat den, ja. Er hat die ROM drin, ohne Death Counter. Er spielt, glaube ich, auf dem SNES Mini. Ah, okay, das erklärt es natürlich, ja.
So, Roti jetzt auch hier im Chat ein paar Links gepostet, um den Bot-Streik irgendwie zu überspielen. Danke dafür. So, die Jaxo ist jetzt auch endlich im Castle drin. Währenddessen Hentai schon durch das Mole-Level gut durchgekommen. Souverän hier bei den Babysitter-Moles, definitiv. An einer Stelle war es ein bisschen knapp, aber da hat er sich gut gefangen, da ist er ein bisschen zu früh abgesprungen. Ja, die Axos macht auch hier die RNG-Manipulation. Der Boss taucht genau da auf, wo er ihn haben will. Easy Snack an der Stelle. Und Hentai jetzt durch die ungesunde Cola. Kommt jetzt hier auch zu dem kleinen Endboss. Abhype Nummer. Was ist es denn? Abhype Nummer 3? 4? In diesem Durchlauf? Aber ich glaube, die 3. Rein. Und jetzt nur nicht diese kleine Trap am Ende noch aktivieren. Aber die Blöße gibt er sich nicht. Und oh, die Axos, ungünstig, fängt da nicht die Shell wieder auf. Die Shell killt den Mole und damit auch Mario. Ja, so sind hier die Abhängigkeitsverhältnisse in Babysitter Moles. Und so kann es dann schief gehen. Das ist ja definitiv, da passt das Baby auf den Babysitter auf und nicht umgekehrt, ne? So ist das, ja. Und kommt da nicht so richtig in seinen Flow rein. Und da dieses Level auch am Anfang so einen Autoscroll-Charakter hat, da geht dann die Pumpe natürlich, ne? Man kann sich mit Inputs jetzt nicht wirklich abreagieren. Man muss ruhig bleiben und seine Inputs sauber abarbeiten. Das hat ihn jetzt nochmal ein bisschen Zeit gekostet hier. Und wenn der Diaxos so weitermacht, dann kann er ihm hier super davonziehen. Oh ja, das auf jeden Fall. Wieder eine saubere Vorstellung hier bei Hentai. Und Diaxos macht Fehler. Ja, jetzt noch mal in der zweiten Hälfte. Wird da ungeduldig. Wahrscheinlich ordentlich am Fluchen. Oh ja, und nochmal. Das wird jetzt richtig teuer langsam, das Mold-Level für ihn. No time to breathe dagegen bei Hentai. Und sieht auch wieder sehr, sehr souverän aus. Ja, no time to blink, würde ich sagen, weil wenn man einmal blinzelt, da hat Hentai das Level schon abgeschlossen. Kein Problem an dieser Stelle. Obwohl das Level, finde ich, für die Regraps nicht ohne ist. Also einmal zu lang Sprungtaste gehalten und zack ist Mario über den Gegner rüber und dann gibt es keinen Sprung und dann muss das Level nochmal gemacht werden. Also auch so seine Tücken. Ja, ist so ein bisschen ein Muscle Memory Level, ne? Dass du dann weißt, einmal kurz, einmal lang. Also ja. Gut ab. Und damit schon beim Peacebeat-Level der Hentai. Kommt gut durch. Extrem solide Performance von ihm heute. Jinx. Aber gut, den kleinen Fehler kann er sich hier an der Stelle natürlich erlauben. Ja, eine günstige Stelle. Genau nach dem Midway. Ist er noch auf PB-Pace? Was ist seine derzeitige PB? Ich kann das noch in... Ist das hier... noch Sub 30? Ich denke ja. Fürs Turnier kann er auf jeden Fall die Turnier-PB holen. Das sind natürlich erschwerte Bedingungen, als wenn man einen normalen PB-Run macht. Da hat er 28, 41. Ah, okay. Ja, alles klar. Jetzt hier schon auf den Plattformen drauf. Die Axis muss jetzt hier durch das Level 2 Wasser durch. Ist jetzt natürlich schwer, noch was aufzuholen. Großartig. Ja, und da hat er auch wieder einen ungünstigen Tod an der Mancha gerade gelassen. Das kostet natürlich wieder. Ah,
Aber vielleicht spielt er sich jetzt erst warm und im zweiten Match ist sowieso wieder alles offen. Das haben wir ja schon oft genug gesehen. Henta jetzt im Castle. Das auf jeden Fall. Wenn man erstmal Race 1 abgehakt ist, da kann man nochmal neu, ganz neue Qualitäten dann in Race 2 entfalten. Von daher lohnt es sich da auf jeden Fall dran zu bleiben. Und das hier weiter zu beobachten. Kommt hier gut mit der Speedstrap durch, der Hentai durch den Geisterraum. Und jetzt noch der letzte Sprung von der Plattform und dann hat er es schon zum Endboss geschafft. Ja, und jetzt geht's gegen die Resonors. Und wird nicht gesniped, kommt glatt durch, springt auf die letzte Plattform. Und da ist ja unglaublich knapp an seiner PB dran. Und ich glaube, neue PB für Hentai. Eine Sekunde schneller. Crazy. Also je nachdem, wie genau der Timer jetzt war, ne? Das kann uns dann das stimmt. Der Roti verraten. Aber hier seht ihr oben rechts, gibt es einen Stern hier im neuen Overlay für fancy. Den Hentai. Ja, richtig nice. Starke Vorstellung von Hentai. Hier mit einer 28-40 durchzuballern. Alter Schwede. Die G-Welle rollt rein im Chat. So, und Diaxos wird es vermutlich jetzt gleich gesehen haben. Gucken. Aber ich denke, er sollte diesen Run auf jeden Fall noch zu Ende machen. Um da noch besser in den Flow fürs zweite Race reinzukommen. Einmal jede Übung hier abgefrühstückt zu haben, könnte auf jeden Fall dann hinten raus gleich beim zweiten Race helfen. Jeden Fall. Und rechts bei Hentai, wir sehen es, 12 Tode, 28er Zeit, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Das auf jeden Fall. Er hat noch Ambitionen hier im Turnier. Und er will sich auf jeden Fall den dritten Platz hier safe holen und nichts mehr dem Zufall überlassen. Diaxos jetzt auch im letzten Castle. Oh, und wenn der Hentai da noch einen weiteren Sieg einfährt, er hat ja im Gegensatz zu Diaxos noch einen Race, dann könnte er sogar Gruppenzweiter werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Definitiv eine sehr ausgeglichene Gruppe hier. Mal vom Gruppenersten abgesehen. Ja, man nennt ihn nur noch den Rasierer. Aber ansonsten waren das sehr, sehr, sehr knappe Matches, auf jeden Fall. Ich meine, mein Match gegen Diaxos und mein Match gegen Hentai war schon auch interessant, sich das dann hinterher anzugucken. Ich verstehe die Hitboxen dieser Geister nicht in diesem Geisterraum. Vorsicht vor den Zungen. Und ja, die Zeit auch auf Rot gegangen hier beim Diaxos. Das ist natürlich auch noch so ein kleiner Demotivator, aber hoffen wir mal, dass er nicht gesniped wird jetzt und den Rest raus. Kann das Ding jetzt hier für sich zu Ende machen. Und Roti bestätigt für Hentai neue PB. Ja, nice. Und jetzt auch hier GG Diaxos. Der wird sich sicherlich ärgern, aber ich glaube, er kann da im zweiten Race nochmal ordentlich Gas geben. Das kann er ihn auf jeden Fall anspornen hier. Er ist ja relativ safe in seiner Gruppe, aber
Damit kann er jetzt eigentlich auch nochmal ein bisschen riskantere Strats fahren oder macht das auch auf Nummer sicher. Es wird spannend. Haben auf jeden Fall dann viel zu reden im Nachhinein an das Race. Da habe ich schon die ein oder andere Frage an beide. Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt zum Ende des ersten Rails kommt auch Feuchtmoon hier in den Chat und schreibt Party. Ja, schön, dass ihr alle da seid und hier zugucken möchtet und uns zuhören möchtet. Das ehrt mich ganz besonders. Und ja, jetzt sind wir gerade in der Halbzeitpause, ne? Freut mich auch. Hier reger Betrieb im Chat. Ihr könnt uns immer Fragen stellen. Ich stelle auch ab und zu dumme Fragen und kriege auch immer schlaue Antworten. Wenn die Geister offscreen sind und spawnen, dann haben sie keine Hitbox. Wieder was gelernt. Ja, und die Turnier. Geschichte hier, die erzeugt auf jeden Fall viele, viele neue PBs bei Baby Kaiser World. Kommt man ja kaum nach auf speedgaming.com, das alles nachzutragen. Ne, wenn das alles eingereicht wird, mohoho, da kann man sich ja gar nicht retten. Ich muss auch noch, ich muss glaube ich auch noch mal einreichen. Aber gucke ich doch mal ganz schnell. Stehen denn Deaxos und Henta eigentlich schon auf Speedrun? Gute Frage, schau mal nach. Auch interessant, heute ein kleines Ruhrpott-Duell. Beide kommen aus dem Pott, haben sie geschrieben. Das Lokalderby sozusagen. Und auch interessant, das nächste Match. Morgen 19 Uhr werden die beiden kommentieren zusammen. Also so wie ich das sehe, steht Deaxos schon drauf mit einer 31, aber der gute Hentai noch nicht. Ja, dann werden sie morgen sicherlich ihre Traumata von heute aufarbeiten. Das wird bestimmt ein morgen eine gute Zeit. Wann geht's los morgen mit dem nächsten Race? 19 Uhr, Sommerzeit. Nefal versus Haifu. Oh ja, sehr gut. Ja, der Hentai Oh, denkt sich wahrscheinlich alles über 28 trägt er gar nicht erst ein. Auf cool. speedrun.com. Ja. Tja, ansonsten haben wir ja noch hier parallel zu einem Match, ne? Necro versus Sakaya. Das dritte und alles entscheidende Match zwischen den beiden. Da hast du natürlich recht, ein spannendes Match definitiv. Ja, Weil sehr das auch gespannt. wieder Platz 2 und 3 sind, so wie hier bei unserer Gruppe auch, ne, die beiden. Ja, es lohnt sich heute auf jeden Fall mehrere Tabs offen zu haben und die Fenster hin und her zu schieben. Definitiv, ich werde es mir im Replay anschauen, weil Sakaya und Necro sind doch auch gleich auf. Ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, wer mehr reingebuttert hat, nochmal mehr trainiert hat. Die Aufregung wegschieben kann und sich ganz auf seine Inputs konzentrieren kann. Ja, und Feuchtmond beschreibt es ganz gut, dass mir alles ja zu anstrengend geworden wird, da in den Chat geschrieben.
Das ja, kann man nicht absprechen, dass das Ganze hier auch mental und körperliche Anstrengungen sind. Da ist man nach einem Race immer schon gut platt. Ich glaube auch, dem einen oder anderen Teilnehmer wachsen hier ein paar graue Haare mehr an dem ganzen Ding, aber die nehmen es auch verschieden, die Spieler, habe ich das Gefühl, so vom Ehrgeiz her, vom Training her. Der ein oder andere trainiert gar nicht nebenbei. Die anderen trainieren wie verrückt jeden Tag 4-5 Stunden die Problemlevel. Also da sieht man auch beide Strategien. Ja. Und es geht weiter. Aber es geht weiter, gell? Ja. Ja, jetzt geht's weiter. Zweites Race, Deaxos versus Hentai. Es steht 0 zu 1. Hentai konnte das erste Race für sich entscheiden, für alle, die es einschalten. Auch zu erkennen an den kleinen süßen Sternchen oben rechts bzw. oben links in der Ecke dieses wunderschönen Overlays. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Nicht nur die Spieler werden jetzt schon schwitzige Hände haben. Der ein oder andere Fan hier von Deaxos oder Hentai ist auch gehypt. Und es ist natürlich die Frage, macht Deaxos jetzt weniger Fehler? Setzt Hentai noch einen oben drauf? Also ich bin extrem gespannt. Man kann ja, also hier ist echt auch alles offen. Hentai hat sicherlich sich jetzt gerade schon einmal ordentlich geärgert, dass er hier im ersten Level einen kleinen Tod verbuchen musste, mancher. Ja, und ein kleines Déjà-vu am Anfang, Deaxos in Führung. Schauen wir mal, ob das so bleibt dieses Mal. Ja, das letzte Race startete ähnlich. Kriegt da einen guten Football, den man einfach ausweichen kann. Es soll ja auch schon Runner gegeben haben, die den Football direkt in das Pixelgesicht von Mario bekommen haben, was natürlich sehr ungünstig ist und da wenig Platz zum Ausweichen ist. Definitiv, die Chucks, die bringen hier immer ein bisschen Abwechslung rein. Das auf jeden Fall. Chucks und Bowser-Statuen. Aber Deaxos kommt gut durch. Ist jetzt schon in Baby Beach. Sieht auch den Fisch hier sehr gut vor. Das macht auch immer ein paar Sekunden aus. Ja, ist Deaxos jetzt wieder drin? Ist er in seinem Flow? Hat er seinen Tunnel gefunden? Das fragen wir uns jetzt. Es schaut gut aus. Ich habe noch keinen Tod gezählt bei ihm. Hentai dagegen gerade noch ein kleiner Fehler passiert. Oh, geht hier auch auf Nummer sicher mit der Plattform. Springt vorne rüber. Oh, das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Jetzt sind beide natürlich wieder gleich auf. Die Uphype setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Definitiv. Und jetzt auch auf beiden Seiten, würde ich sagen, ne? Mit den Uphypes. Also haben beide schon mal ihre Problemchen gehabt. Deaxos nur bekennender Uphype-Gegner. Ja, das ist jetzt natürlich unschön hier. Und Hentai übernimmt wieder die Führung. Mein lieber Mann, ey, das gibt's doch nicht. Kommt jetzt aber gut durch, Gott sei Dank. Ich hab nicht hingeschaut. Es ist mir zu spannend. Hentai jetzt raus aus dem Geisterhaus, aber Deaxos ihm dicht auf den Fersen.
Ja, das ist jetzt natürlich ordentlich spannend hier. Mann, 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 Mann. Beide hatten jetzt zum Start ein paar Problemchen. Und oh, Hentai springt da zu früh rüber. Nimmt da den Mancha mit. Die Jaxus ist jetzt also wieder ganz knapp in Führung. Und macht's auf die sichere Variante. Nimmt beide Koopas. Hentai jetzt auch. Ja, wieder nur ein paar Sekunden hier Abstand zwischen den beiden. Oh, das bleibt spannend, ich sag's dir, Gary. Ich glaube, wenn das mal jemand auswertet, der Mancha ist, glaube ich, das häufigst verwendete Element in allen Kaizo-Spielen, oder? Ja, Er ist irgendwie allgegenwärtig. davon würde ich jetzt auch einfach mal ausgehen. Todesfalle Mancha muss schon sein. Ist natürlich auch optisch ein bisschen schicker, dadurch, dass er sich bewegt oder zu bewegen erscheint. Und ich glaube, Feuchtmoon versucht hier gerade ein bisschen im Chat zu trollen, aber zieht zurück und erklärt seine Aussage für Spaß. Was Dante ihm geglaubt hätte, wir wissen es nicht. Oh, beide jetzt hier fies synchron. Das Gefühl, ich muss jetzt erstmal eine 3D-Brille aufsetzen. Ja, für mich ist das gleiche Gefühl. Ich gucke auch links, rechts und sehe kaum Unterschied. So, dafür jetzt aber natürlich sehr interessant, wie werden Sie bei diesem Level die Strats anwenden? Der Oh ja, Level Dark Side auf 3. Kaizo, da bin ich mal Oh gespannt. ja. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass beide hier das Oh, die rausgehen. Jagd springt in die Feuer, in das Feuer der Feuerblume und Hentai scrollt die Feuerbälle einfach weg. Die Jagd ist jetzt mit der gleichen Taktik. Meiner Meinung nach ja auch die sichere ist. So, Und er und erwischt damit ihn. ist der Hinter hier Deathless durchgegangen, hat alle Kaizo-Blöcke gut ausmanövriert. Das sah aus wie Das. geschnitten Brot. Jo, definitiv. Und ja, wenn man hier neu ist und dieses Level sieht, denkt man, warum springen die denn so komisch? Aber die wissen natürlich, wo die ganzen versteckten Blöcke hier sind, die Runner. Ja, das Level, das erste Mal blind zu spielen, ist eine wahre Wonne. Da nimmt man auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, habe ich glaube ich jeden einmal mitgenommen. Der Name ist Gut Programm, Dark Kaizo-Blöcke. Side of Kaizo. Ja. Ja. Und interessant, beim letzten Sprung kann man wohl auch ohne Kaizo-Blöcke zu aktivieren durchkommen. Es gibt immer wieder mal interessante Gespräche dazu auf Discord und ein paar Beweisvideos, aber solche Strats lohnen sich natürlich hier überhaupt nicht, weil sie teilweise extrem riskant sind. Ja, wenn man da einmal falsch abspringt, der Zeitverlust ist wahrscheinlich 30 Sekunden und mehr. Vom Midway nochmal komplett da zum letzten Sprung. Uff. Und hallo an alle, die jetzt hier nochmal neu reinkommen und Servus. Hier steht es 0 zu 1. Hentai konnte das erste Race für sich gewinnen, weil die Frage gerade auch nochmal im Chat kam. Und legt hier jetzt auch wieder eine gute Leistung aufs Parkett. Jaxos musste leider ein paar sehr ärgerliche Fehler hinnehmen, aber ist knapp dahinter. Hier ist nichts entschieden. Genau, beide sind jetzt in Welt 2 angekommen. Und ich glaube, Sichere es war Wonne. eine Oh. 28er-Zeit bei Hentai, eine sehr, sehr gute Zeit. Vielleicht sogar PB. Oh ja. Oh ja, bei Hentai haben wir eben gerade eine sehr gute Steady-Wolkenführung gesehen. Einmal einen falschen Input und der Mancha macht Manch-Manch. Aber auch hier bei Diaxos führt Mario mit der Wolke sicher durch diesen Todestunnel.
beide sehen wir jetzt hier im Autoscroller-Level. Ein paar präzise Sprünge. Dann könnte man hier schnell durch sein. Aber hier haben wir auch schon Runner gesehen, die gerne mal eine extra Runde einlegen mussten, weil sie dann doch den Sprung zu eng am Mancha geplant haben. Und das kostet natürlich im Autoscroll-Level sehr viel Zeit, je später der Tod hier ist. Auf jeden Fall. Zeit und mentale Kraft. Ist beides in diesem Level ein erheblicher Faktor. Aber beide haben jetzt hier den First Try geschafft. Oh ja, und Hentai kommt auch gut durch die erste Level von Sunglasses Ready. Das hat er eben nicht so gut hinbekommen. Jetzt hier mit den Slopes eingespielt. Wenn der so weitermacht, dann kann er die PB von eben gerade nochmal toppen. Ja, das sieht sehr gut aus, aber auch bei Diaxos ist wirklich nur ein halbes Level Unterschied zwischen den beiden. Und hier machen sich natürlich jetzt die kleinen, etwas aggressiveren Taktiken bezahlt, wenn man dann doch sich Sekunde für Sekunde an seinen Gegner wieder rankämpfen kann. Oh ja, Diaxos geht hier nochmal auf Nummer sicher, hat er eben nochmal ein bisschen Speed aus der Slope rausgenommen und geht dann jetzt sauber durch. Können beide also ihre Sonnengläser wieder abnehmen. Ja, hinterher gerade mal mit 3 Toten. Zu diesem Zeitpunkt wirklich enorm gut. Ja, Fura schreibt auch nochmal 28,40 eben gerade für Hentai und ist damit eine Sekunde schneller als seine vorherige PB. Wieder einen glücklichen Tod hier hingelegt, genau nach Midway. Das hat sich vorhin auch bei ihm so ein bisschen ausgewirkt. Ne? Er hatte, glaube ich, 11 Tode. Und die waren aber alle an sehr verschmerzbaren Stellen. Ja, die Axios geht hier auch auf Nummer sicher beim Fishing Boo. Ja, er versucht sie über die sichere Schiene. Macht lieber ein paar mehr Kontakte. Aber dafür weniger riskant, sodass ihm der Bu da nicht abhauen kann und immer schön unter Mario bleibt. So, jetzt welchen Skip legt der? Hentai macht einen Skip ein Skelett hier. Oh ja. Im Run Forest und die Yaxo sagt, es ist sein Lieblingslevel. Ja, nimmt hier jedes Skelett. Muss erstmal hier eingenordet werden. Und kommt aber auch sauber durch. Hier im Chat wird die Vermutung nahegelegt, ob hier vielleicht Drogen im Spiel sein könnten. Die wären natürlich aus Gründen der Sportlichkeit wären Drogen und Doping natürlich nicht erlaubt. Ja, Diaxos, der eben noch im ersten Race da Probleme hatte, ein bisschen aus dem Rhythmus kam, kommt jetzt hier gut durch, kriegt auch ein nettes Pattern vom Chuck und ist wirklich ganz nah hinter Hentai, der aber auch hier sauber die Ranke hochklettert, das Level so gut wie beendet hat. Das sah bei beiden aber gut aus. Also Diaxos jetzt auch auf jeden Fall eingespielter als im ersten Race. Hatte er vielleicht keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen? Er hatte ja im Vorfeld geschrieben, dass er sich leicht verspätet. Kommt er vielleicht direkt von der Arbeit und muss sofort in den Race-Modus schalten? Das wäre natürlich wahrlich, wie ich finde, ein Nachteil für ihn. Also müssen wir ihn dann unbedingt fragen. Es gab hier einen Tod von Hentai und damit rückt Diaxos noch näher an ihn ran.
Da konnten wir ja vorhin zuschauen bei der Aufwärmung noch, bevor das Race losging. Ja, beide beim Boss. Und beide mit einem ungewohnten Pattern. Verbringen sie hier gerade Ja, weit ein bisschen mehr Zeit als sonst, ne? das stimmt. Hentai hat er überhaupt die Manipulation gemacht und Deaxos hat das linke Pattern bekommen, traut sich nicht und dann kommt der Feuerball natürlich irgendwann und holt einen. Und jetzt weiß Au, er auch nicht mehr. ärgerlich. Ja. Er weiß immer nicht mehr, wo Das wird er sich im aufgehoben ist. Replay nochmal anschauen können, wie knapp er da dran war. Wahrscheinlich dachten beide, dass sie gerade überholt werden. Springt da einmal auf gut Glück raus, erwischt aber den Falschen, den Doppelgänger. Und hinter jetzt hier bei den Shell Jumps. Jetzt hat er's, Gott sei Dank. Deaxos fertig mit dem zweiten Boss und Hentai fertig mit den Shell Jumps. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da werden sich beide wahrscheinlich gedacht haben, verdammte Axt, was war das denn jetzt hier für einen Pattern beim zweiten Boss? Hätte ich doch mal so wie Fura die ersten 28 Positionen der jeweiligen Pattern gelernt. Definitiv, ja. Und das Auswendiglernen ist die eine Sache, das dann auch parat zu haben im Race ist die zweite. Ja, das stimmt, denn es spielt ja nicht nur die Rolle, wo der Boss ist, sondern auch, wo der Feuerball ist und wie man ihn am besten ausweicht. Jetzt aber beide wieder drin, zeitgleich mit ihren jeweiligen Leveln fertig. Das heißt also, Deaxos hier mit einem Level hinten dran. Und ja, Deaxos ist jetzt natürlich hier angewiesen darauf, dass Hentai noch ein paar Fehlerchen macht. Denn ja, nur alleine mit Speed Strats wird er das, glaube ich, nicht aufholen können. Hentai hier ganz ruhig am Warten auf die Sachen und oh, springt da vorbei. Nein. Oh, auch etwas, was mir gerne mal passiert. Wollte da sicher gehen. Hat kurz gewartet. Und trifft dann nicht die Lücke, beziehungsweise lässt sich vom Bu zu weit nach links drücken. Und der Ah, das ist zweite blöd. Tod. Und in diesem Level halt, jetzt sehen wir es, Deaxos ist jetzt im Prinzip dran, da man hier auf den Layer 2 warten muss, wieder alles offen. Das stimmt, das stimmt. Ja, die prophezeit ein paar Fehlerchen, die ich eben erwähnt habe, die hat der Hentai hier dem Deaxos gegeben und der schafft es jetzt ran an den Midway und kann den Buring und alles hier hinter sich lassen. Kommt zur zweiten Hälfte. Hentai jetzt hier aber mit dem günstigen Buring mit der Öffnung, genau da, wo man es gerne hätte. Und nimmt nochmal zur Sicherheit Anlauf auf der Plattform und springt dann rüber. Ja, die Deaxos spielt hier ohne Death Counter. Waren aber jetzt auch nicht allzu viele dabei. Kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Und seine geliebte Uppipe überstanden. Damit jetzt Deaxos in Führung vor Hentai. Aber wieder alles hier eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, absolut. Das wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Dieser Wer kann jetzt Überholvorgang hat hier? vorhin nicht stattgefunden, gell, Gary? Nee, das stimmt. Da konnte der Hentai seinen Vorsprung gut verteidigen. Aber jetzt muss man hier natürlich stark sein und nein, Deaxos fällt da runter. Damit wieder beide gleich auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen die beiden wieder mit uns? Wir fast synchron an der gleichen Stelle. Unglaublich knappe Kiste. Unglaublich Wird es knapp. ein drittes Match geben oder kann Hentai hier
sich sozusagen neben die Axos auf Platz 2 in der Gruppe B schieben? Das ist die Frage, die wir heute vielleicht beantworten können. Jetzt hier, beide kommen gut durch das Level jetzt durch. Chuck Garden, keine weiteren Probleme. Hier trennt sich jetzt nicht die Spreu vom Weizen, aber mal gucken, was Yoshi dazu sagt. Definitiv, hier wurden schon jede Menge Yoshis im Turnier geopfert und es werden noch einige dazukommen. Das auf jeden Fall, aber hier ist nicht Yoshi der ausschlaggebende Punkt, sondern Deaxos trifft nicht den Block, den er braucht. Und ist damit jetzt ein bisschen hinten dran. Das bringt Hentai wieder in Führung. Flugpassage bei Hentai ohne Probleme und auch Deaxos, ja, setzt den Yoshi ab. Genug geflogen. Fertig werden hier mit dem Level. Und ab in eines meiner Lieblingslevel. Ein bisschen Disco Disco Party Party mit Baby's First Disco Shells. Sieht einfach aus, ist die Hölle. Und Hentai schafft den letzten Jump jetzt nicht, damit wieder minimal die Axis in Führung. Im Prinzip Ja, und synchron. im Prinzip synchron. Deaxos hat auch kein Vertrauen in sein Timing und dass er die Shell da noch kommt und lässt sie vorbeifliegen. Und Hentai lässt sie nochmal vorbeifliegen. Und oh Gott, und Deaxos auch nochmal. Das ist jetzt aber hier beide souveräne Leistungen. Aber hier in dem Level, da ist es gerade Not gegen Elend. Das ist jetzt auch Commentate des Jinx, ich habe es zum Glück nicht gesagt, aber dieses Level, das kann ein paar Sekunden dauern oder sehr lange. Oder Zwei dreimal. Deadloops hier und das nächste Mal bei Hentai. Ja. Deaxos hat sich durchgekämpft, Hentai stirbt nochmal und damit zieht Deaxos jetzt ein wenig davon. Ja, Hentai, oh Hentai, da sehr unruhig auf der Disco Shell, sehr unruhig. Genießt den Song vielleicht zu sehr, der zum Partymachen anregt, aber hier im Race natürlich völlig fehl am Platz ist und einen aus der Konzentration, aus dem Rhythmus rausbringen Oh könnte. ja. Ja, definitiv hier jetzt schon mehr Tode gelassen als im ganzen Game davor, würde ich mal schätzen. Und eben, wie du schon sagst, Gary, wenn ich hier zu lange bin in dem Level, dann fängt die Musik an, verrückt zu spielen und weist dich dezent darauf hin, dass du schon viel zu lange in diesem Level bist. Das erhöht natürlich auf musikalischer Ebene den Druck und er kommt da irgendwie nicht richtig. Also mein Trick ist es ja, um auf die Disco Shell ordentlich zu kommen, dass man einfach kurz die Sprinten-Taste loslässt, um da in die richtige Geschwindigkeit bzw. die Shell aufholen zu lassen. Aber hier ist sein Rhythmus gerade völlig durcheinander. Und da mag ich mich schon gar nicht in der Nachbesprechung, wenn ich auf dieses Level gucke, anzusprechen. Jetzt hat er es geschafft. Aber hat dann damit dem Verhindert. Deaxos schon einen guten Vorsprung gegeben, wobei der jetzt auch gerade Probleme beim Boss hatte. Ich konnte nicht so genau hinschauen. Das stimmt. Ich konnte auch meine Augen nicht von Deaxos wenden. Aber nein, was macht er denn da? Eieiei. Er muss hier noch einmal resetten, den Boss. Eieiei, Kollegen. Jetzt sind aber beide anscheinend gerade mit einem 180er Herzschlag hier. Da kann ich mir nur zu gut vorstellen, wie bei beiden gerade die Pumpe geht. Weil das ist ja auch unangenehm, wenn man zu lange in dem Level ist. Ja, Deaxos ist jetzt durch. Hentai jetzt am Anfang vom Bossfight. Also wieder ein bisschen rangerückt jetzt hier an den Deaxos. Also beide jetzt nicht mehr so stabil wie im ersten Match, würde ich mal sagen. Und in der Welt 4 wird sich das Ganze jetzt entscheiden. Oh ja, das auf jeden Fall. Von beiden wirklich eine souveräne, ja, erste bis dreiviertel Hälfte hier im zweiten Race. Dann bei der Disco Shells zeigt sich auf einmal die Nerven.
Und dann hier das Castle ist natürlich auch nicht ohne. Aber die Jaxos hat die Ruhe weg beim Maul, schafft es bis zum Midway. Da muss Henta jetzt erstmal wieder rankommen. Ja, also Disco Shells, das müssen wir besprechen. Das war ja fast wie geskriptet, was die hier abgeliefert haben, die Jungs. Auf jeden Fall. Mein Gott, hat das irgendwer geklippt? Das war ja absoluter Wahnsinn. Ja, die Axel hat sonst keine weiteren Probleme bei den Babysitter Moles. Geht hiermit also zuerst rein in Unhealthy Cola. Lässt es ein bisschen ruhiger angehen. Wartet, bis die Nakeds vorbeigezogen sind. Und er schießt sie dann mit dem Block hinterrücks von hinten. Ja, ich finde das auch immer eine witzige Stelle, wo man sieht, wie die Spieler so agieren, wenn sie warten müssen auf den Layer 2. Der eine oder andere ist nur am Buttons pressen, ducken, nach oben schauen und so weiter. Und manche andere steht einfach nur entspannt da und wartet. Ja, auch Hentai mit der gleichen Hinterrücksstrategie hier. Gehen jetzt beide auf Nummer sicher. Ja, eben bringt einem ja hier auch nichts. Absolut nicht. Absolut nicht. Da ist man dann höchstens Sklave der eigenen Muscle Memory, die dann einen zu Fehler verleiten könnte. Aber wo bei beiden sich die Muscle Memory auszahlt, ist bei der Uphype. Da sind beide locker durchgekommen. Mit einem beherzten Sprung. Der Axel ist schon im Layer 2 Level. Smash and Tears. Hentai geht jetzt rein. Und er meinte, es sei nicht sein Lieblingslevel, der Hentai. Und jetzt wird es natürlich auch langsam knapp, ne? Also es gibt nicht mehr so viele Level, wo noch viel passieren kann. Ne, das also, stimmt. Je nachdem, wer jetzt hier sich noch einen Fehler erlaubt, das entscheidet dann so ziemlich alles. Hast du im Discord gesehen, wie man die letzte Pipe kriegt im First Cycle? Auf jeden Fall. Das habe ich gesehen und das habe ich aber im Turnier noch nicht gesehen. Also. Ne, im Turnier habe ich es glaube ich auch noch nicht gesehen. Nee. Ja, ja, das ist so eine, was meinte, ich glaube, Luckwurst Joe hat davon geschrieben, ein 1 von 70 Malen kann da klappen, je nachdem. Also es ist möglich, aber ich glaube, es ist eigentlich als Troll gedacht. Wir müssen mal, wenn er mal wieder hier im Chat vorbeischaut, den Noviso dazu fragen. Ich habe es im Training auch einmal von 10 Mal hingekriegt. Aber oh, und jetzt bewahrheitet es sich hier ein bisschen bei Hentai, dass das nicht sein Lieblingslevel ist. Das stimmt, ist er einmal gestorben in der zweiten Hälfte. Kommt jetzt aber gut durch. Aber damit Diaxos jetzt ein Level und wir haben jetzt nicht mehr so lange, wir haben relativ schnelle Levels hier, ein Level Vorsprung. No time to breathe, damit fertig für ihn, kommt noch Baby's First P-Run und dann schon im Castle, ne? Baby Star ja, noch? Genau, Baby Star noch. Aber das sind alles relativ schnelle Level. Aber es können natürlich Fehler passieren. Kann er die Ruhe behalten und sein Turn hier durchziehen. Und zumindest in dem Level kann er's. Aber auch Hentai zeigt sich keine Blöße mehr. Also der Abstand immer noch ein Level. Alter Schwede. Das kann dann schon mal noch ein kleiner Fehler sein im Boss-Level oder selbst so ein Fireball-Snipe ganz am Schluss, der hier das Ganze für uns drehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, meine Damen und Herren, hier Ofen jinxt es zuerst für euch. Prophezeit hier die Sachen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, wenigstens Platz 3 hinter Fura irgendwo bei der Jinx-Liste noch bekommen. Ich sehe, das ist eine ganz andere Art der Tabelle, die wir hier vielleicht mal aufsetzen sollten. Und immer noch beide genau ein Level Unterschied. Mein lieber Herr, werden gleichzeitig hier mit ihren Levels fertig. Es entscheidet sich also wirklich im Castle, ob Diaxos das Ding hier für sich zumachen kann oder nicht. Und meine Hände sind schwitzig.
Ja, definitiv meine auch. Da Traut sich ist auch es keiner einfach noch so im Chat spannend. zum Schreiben, außer Fura. Ah, und der Grizzle scheint auch noch ein Jinx-Weltmeister zu sein. Also, wenn ihr einen Run macht, dann betet ihn doch höflich darum, dass er euren Run nicht kommentiert. Hat man da ein Vetorecht? Kann man das einlösen? Wenn, dann ist es da vielleicht. Und nein, Deoxys, passiert das, was nicht passieren darf. Der allerletzte Sprung. Himmel, Herrgott, nochmal. Der teuerste Tod hier in dem Castle. Ja. Wirklich. Macht es nochmal spannend. Und jetzt. Regieanweisung scheint angekommen zu sein bei ihm. Alter. Also da würde ich jetzt als Runner selbst auch nicht wissen wollen, wo mein Konkurrent gerade ist. Das macht einen ja dann völlig wahnsinnig. Ne, da will ich gar nichts mehr wissen, du. Hinter hier wieder So, mit der zweiter Versuch, Schnellste. Deoxys. Jetzt Jo, Midway. Reznor, es entscheidet sich beim Reznor. Denn auch Hentai ist jetzt, geht jetzt rein. Und nein, Deoxys springt da an den. Oh Gottes Willen. Okay, wer macht's jetzt, Leute? Jetzt ist es Beide wirklich bleiben synchron gleich. hier. Oh mein Gott. Nein, Deoxys. Unglaublich. Er kommt Unglaublich. nicht ran. Also, Das. wir hatten ja schon viele knappe Matches, aber das habe ich noch nicht erlebt. Nee. Das habe ich meine Lebzeit auch noch nicht erlebt. Das. Da kommen die GGs, aber auch ist das hier ein Fiebertraum oder was? Ist es ein Meine Spiel oder Güte. ist es die Scripted Reality, in der wir uns hier gefunden haben? Also ein super, super spannendes Match. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Das war der Kann Plot-Twist, ich dir genau, nicht Pyra. sagen. Unglaublich. Shutting down. Jetzt sind wir Deoxys. natürlich gespannt, was die Jungs zu erzählen haben. Ach, GG an Beide beide, GG. definitiv. Deoxys direkt die Konsole aus dem Fenster geworfen. Fragen wir mal direkt, ob es der Hardware gut geht. Hier kommen direkt die Raids rein. Die Jungs sind fix. Hentai kommt hier direkt mit reingeraidet. Hallihallo an alle Leute, die dann noch auf Hentais Channel rumgelurkt haben. Schön, dass ihr da seid. Genau richtig hier zur Nachbesprechung. Wir haben gerade alle wahrscheinlich 180 Puls und sind geschockt von der Wende am Schluss. Ja, Absolut. das hätte jetzt auch irgendwie ein Guy Ritchie-Film sein können hier. Und jetzt kommen die beiden dazu und können uns mal erzählen, wie es ihnen geht. Hallihallo. Ja. Puls von 130. Gefühlt am Sterben. Und Deathloop hatte, boah, ich glaube, die Nachbarn werden mich jetzt auf ewig hassen, ne? Ja, GG an Hentai, GG an Deoxys Glückwunsch, und Hentai, Glückwunsch Deoxys. Hentai zu dem Sieg hier, die du knapp dir holen konntest. Alter Schwede, haben wir mitgefiebert. Wir konnten es alles und alle nicht glauben, was sich da vor unseren Augen auftat. Ich behaupte felsenfest, das knappste Race überhaupt bisher im Turnier. Jetzt hier eben. Ihr seid im Prinzip synchron an den letzten Reznor gesprungen. Und bei Hentai hat es gereicht, bei Deoxys nicht. Und das war dann die Entscheidung. Schaut euch das Replay an. Das war. Boah, also. Werde ich Wow. auf jeden Fall machen. Zumindest vom zweiten. Den ersten Run möchte ich eigentlich gerne vergessen. Den schaue ich mir aber auch an. Ich will sehen, wie du gut trotzdem performt hast, weil das ist. Boah. Also Der der erste Run war für Schweinswelt. mich einfach schon im ersten Castle tot. Also ich weiß nicht mal, was da passiert ist. Ich musste an der Bowser-Statue bei dem Feuerball die Pause-Strat benutzen. Und anstatt wieder ins Level zu gehen, bin ich halt auf die Overworld zurück. Und da war es schon vorbei bei mir irgendwie. Da war innerlich schon alles am Beben. Das ist die Muscle Memory, die rächt sich dann, ne? Anstatt Ehrlich. Start, Start drückt man Start, Select, weil man das aus den Castles ja so gewohnt ist. Und dann fliegt man natürlich wieder zurück auf die Overworld und darf das Level einfach nochmal machen. Das ist natürlich echt
da wieder rauszukämpfen und trotzdem noch einen guten Run hinzulegen, ist natürlich schwer. Nicht der Erste, dem das passiert ist, Dioxus. Immerhin. Wobei ich ganz ehrlich bin, also mit der 28er-Zeit von Hentai hätte ich, auch wenn ich das Castle vernünftig gespielt hätte, nicht mithalten können. Fettes GG an dieser Stelle. Ja, fettes GG auf jeden Fall. PD ja. Um eine Sekunde nach unten verbessert, aktualisiert, ja. Ne? Ja. Genau, das wollten heute wir noch. Heute habe ich erst die 41 geholt bei meinem einen Trainingsrun. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe, ey. Ja, das haben wir im Chat auch vernommen. Und dann hast du jetzt eben mal noch eine Sekunde rausgeholt. Ja. Und das mit einem Turnier. Damit seid ihr jetzt beide auf Platz 2, oder? In eurer Gruppe. Jein. Jetzt also natürlich nach Punkten geht es jetzt, ne? Ja, aber der Hentai hat ja noch ein Spiel offen. Na, also wir haben beide 2 Siege, aber der Hentai hat ja noch ein Spiel offen gegen Danny, wenn ich richtig denke. Genau. Und die Tabelle gerade richtig interpretiere. Abgesehen davon, selbst wenn er das verlieren würde, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, und wir dann tatsächlich am Ende punktgleich wären, würde ja der direkte Vergleich zählen. Und dann ist Hentai halt auf 2 und nicht auf 3. Genau. Also egal, wie es ausgeht. Von daher kann man auch fast schon sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr beide weiter seid, aus der Gruppenphase raus. Das kann man, glaube ich, schon jetzt hier sagen. Definitiv. Er hat es aber auch verdient, dass er weiterkommt. Er hat ja wirklich eine gute Leistung im Turnier gezeigt. Danke, danke. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du weiter bist. Unter anderem deswegen, weil dann, glaube ich, das Kommentieren morgen mit dir zusammen noch mehr Spaß machen wird. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Genau, wie kommt ihr denn drauf, dass ihr zusammen hier den Ruhrpott-Kommentatoren-Runde schmeißt? Wie kommen wir drauf? Das war, glaube ich, eigentlich eher Zufall. Also ich habe mich angemeldet und hinterher hat sich angemeldet und dann habe ich gesehen, boah geil, wir racen erst gegeneinander und haben dann auch noch, können dann auch noch das Race kommentieren. Also ich feiere das mega. Ja, ich habe nur gedacht, ich habe morgen Zeit. Nefer gegen Haifu, warum nicht kommentieren? Da ist bisher einer drin. Man wusste ja nicht, wer das ist, weil das ja noch nur als angemeldet stand. Und dann habe ich auch gesehen, Dioxos, geil. Erst sind wir verbitterte Feinde und dann verbündet. Das hört sich sehr gut an. Sehr tolle Aktion. Ja, das hört sich gut an. Dann könnt ihr morgen dann ja nochmal die Traumata von heute aufarbeiten. Und wo wir gerade bei Traumata sind. Leute. Disco Shell ist ein geiler Song, der da spielt im Level, aber man will den ja eigentlich nicht so lange hören. Ihr hattet aber schon beide ein bisschen Bock, da reinzuhören, ne? Ja, man selber vielleicht nicht, ne? Aber man will ja den Zuschauern auch ein bisschen was bieten und du hast vollkommen recht, es ist ein geiler Song, also bleibt man halt ein bisschen länger in dem Level, ach, auch wenn man es nicht unbedingt muss. Ja, und das habt ihr übrigens beide gemacht. Habe ich nicht sogar die Hälfte meiner Tode in dem Level geholt? Mindestens, ja. Würde ich auch schätzen. Nein, also eigentlich ist das Disco-Shell-Level tatsächlich kein Problem. Wenn man, also für mich zumindest, wenn man auf die lange Disco-Shell richtig aufmountet. Und das hat halt einfach nicht funktioniert und dann ist am Ende der Regrap nicht richtig gekommen, dass ich halt nicht von der Shell runtergesprungen bin. Und dann ist der Rest halt einfach scheiße. Wenn du nicht beim vierten Sprung runtergehst, hast du halt einfach das Timing mit der fallenden Disco-Shell nicht mehr und dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, und Gary verabschiedet sich sozusagen mit einem weinenden Auge hier. Der ist jetzt auf Platz 4 in eurer Gruppe. Ihr habt ja auch alle schon gegeneinander geraced jetzt hier. Ja, aber das war ja auch so knapp gegen Hentai. Das hat ja diesen beiden Races hier quasi stand das in nix nach. Von daher, das ist schon in Ordnung. Ja, das kann ich schon kommentieren. Gary war genauso knapp, sogar noch knapper teilweise und tut mir leid, Gary, ich hab's doch nicht gemacht mit dem 2-2-2. Kannst ja nichts machen. Nein, gönn euch das. Ihr habt beide tolle Leistungen gemacht. Und dann kann ich hoffentlich einer von eure nächsten Matches dann auch kommentieren, ganz in Ruhe, ohne dass ich meinen eigenen Racing-Stress noch nebenbei habe. Das ist ja schon auch eine ganz schöne Belastung, neben dem normalen Alltag hier noch zu racen. Man möchte sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Habt ihr euch noch viel vorbereitet? Konntet ihr noch Zeit finden? Ich habe tatsächlich gestern mich vorbereitet, indem ich 4 Runs gemacht habe, mal ausnahmsweise wirklich
stark vorbereitet gegen Jaxos. Hui, also ich habe tatsächlich gestern einen Run, glaube ich, gemacht. Und heute nochmal einen, wobei Run ist halt auch nicht richtig, ich habe halt einmal durchgespielt. Aber tatsächlich hatte ich gehofft, dass Vorbereitung genug ist, für mich an das Rennen ranzugehen mit dem Wissen, egal wie es ausgeht. Ich bin auf jeden Fall weiter und habe damit mein Ziel erreicht. Offensichtlich hat es nicht gereicht als Vorbereitung. Aber sei es drum. Ist ja mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, bei dir war das ja. Du wusstest, du kommst weiter. Bei mir war es, ich weiß nicht, ob ich weiterkomme. Ich muss auf jeden Fall noch eins der zwei Spiele gewinnen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich werde mich auf jeden Fall anstrengen gegen Danny, dass ich da auch gewinnen werde. Ach so, ja, Danny, klar. Danny bin ich auch auf jeden Fall noch gespannt, ob der nochmal ordentlich zugelegt hat und so. Er hat ja schon mal gezeigt, dass er hier auch gut performen kann, ne? So ist es nicht. Er kann gut performen, er hat auf jeden Fall noch die Zeit, sich vorzubereiten. Also, und man hat ja gesehen im zweiten Race, einmal für Deathloop und du bist komplett raus aus der Zeit. Ist so. Genau. Ja, 1-2 Minuten kostet das und eben Danny hatte, glaube ich, auch schon eine 31er Zeit hier. Also gucke ich mir auch noch an das Rennen. Ja, du warst übrigens sehr, sehr stark. Das hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet hinterher. Ich hatte die ganze Zeit, also ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und hatte dich die ganze Zeit so in den 30er-Zeiten irgendwie verortet. Ja, und dann ganz ehrlich. Läufst du im ersten auf einmal 28, 40. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern die Sub 30 geknackt erst. Das erste Mal mit 29,57. Dann habe ich auch aufgehört. Dann habe ich heute die 29er-Sub geknackt. Alter. Das ist alles nur diese Woche passiert. Alter! Respekt, also ich habe ja in meinem Race gegen Gary, glaube ich sogar, die 29,17 ja, aufgestellt. Und da war für mich ganz klar, so besser wird's nicht mehr. Da komme ich nicht mehr dran und das ist okay. Ja, aber hier hast du jetzt ja die Formel, wie es geht, ne? Viermal racen, einen Tag vorher und dann läuft die Butze. Ja. Also für mich stand eigentlich vorher schon fest, ne, also für mich war ja klar, ich komme weiter und das habe ich mit dem Hinterher vorher auch schon mal besprochen. Für mich geht es eigentlich nur noch darum, gegen wen ich in der nächsten Runde rausfliegen darf. So, also die Namen, die jetzt halt, ne, in Gruppe C gehandelt werden im Moment, ne, Shelbert, Necro, Zakaya, wobei Shelbert für mich ja eh raus ist, ne, also Necro und oder Zakaya, einer von den beiden wird es werden. Und das sind halt einfach Namen, da brauche ich, glaube ich, schon einen richtig, richtig, richtig guten Tag. Und der andere halt einen richtig schlechten. Ja, ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Ich will da vorher nichts an die Wand malen. Hier diesen Race-Szenario ist, finde ich, für mich alles offen. Deshalb, ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall für uns beide sehr hart. Ja. Ab dem Achtelfinale, da werden dann die ganzen sehr guten Spieler auftreten, gegen die wir spielen müssen. Es wird ja schon gesagt, dass Sakaya oder Necro, ist egal, wer von beiden, beide haben eine verdammt gute Leistung, die sie bringen. Sehr gute Zeiten. So ist es. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Gruppenphase überstehen, hattet ihr, glaube ich, beide als Ziel, ne? Ja. Ja. Und eigentlich die Sub 32 knacken. Ja. Und Sub 33, was mit die Axis. Ja, genau, das war stabil, Sub 33, so. Kriegst du ja jetzt hin. Ja. Super. Ja, also, habt ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Ich bedanke mich nochmal bei den Zuschauern und bei euch für das super spannende Race und schon lange keinen so krassen Plot-Twist mehr hier gesehen, wie der Pyra das so schön beschrieben hat. Dankeschön. Und von meiner Seite wäre ich dann schon raus. Ja, danke fürs Kommentieren an dieser Stelle. Gerade wenn du jetzt direkt schon gehen musst. Danke fürs Mitracen, ganz klar. Ne, weil das ohne Racer kein Turnier. Ohne Kommentatoren kein Turnier. Ohne Organisation kein Turnier. Also, ne, auch da nochmal ganz herzliches Danke an alle Beteiligten. Und ich grüße einfach alle, die jetzt zugucken, die mich kennen, die meinen Namen irgendwo gelesen haben. Die mich angefeuert haben oder auch nicht. Ja, wunderbar. Hinterher müsst ihr auch noch was sagen. Ja. Wir verdanken für die Zuschauer auch, dass sie hier immer aktiv sind in den Speed-Gaming-Kanälen. Auch an alle,
die dabei sind, unterstützen das Turnier. Und jeden neuen Kaizo-Spieler, fangt einfach mal an, oder die Zuschauer, fangt einfach mal an, schaut es euch an. Die Sucht wird euch wahrscheinlich auch packen. Ist so, keine falsche Scheu. Und wenn irgendwo Fragen sind, einfach in irgendeinem der unzählig vielen deutschen Streams einfach Fragen stellen. Die Kaizo-Community ist eigentlich zumindest in Deutschland unglaublich hilfsbereit, unglaublich zuvorkommend. Einfach Fragen raustrauen. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Und ansonsten, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich sagen, wenn man sich nicht mehr hört, sieht oder schreibt, wünsche ich dann allen hier eine, ja, besinnliche Ostern, ein paar schöne Feiertage. Macht's Beste draus in der jeweiligen Situation. Und ja, dass wir uns dann hoffentlich schnell alle wiederhören. Ja, vielen Dank. Sieht sich im Achtelfinale spätestens dann. Ja. Viel Erfolg noch und alles Gute. Danke gleichfalls. Alles klar. Dann macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Ciao zusammen.